Hallo meine Rambas, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und dementsprechend ist es mir ein Fest, euch den Tier 10 mittleren Panzer T-62A zeigen zu dürfen. Gespielt von Jumbalander. Jumbaland King? Jumbalander. Erinnert mich irgendwie an heiße Jambalaya, wo war denn das? Ah, Mrs. Doubtfire. Ja, und mal schauen, was er hier so reißt mit seinem Top-Tier. Sind ja 10er, 9er und sogar 8er Gegner. Von dem her hat er ein bisschen was, um das er sich kümmern dürfte. Schauen wir mal, wohin er fährt, aber wie zu erwarten, erstmal geht es Richtung Norden. Das wird mit einem mittleren Panzer mittlerweile sehr gern und häufig praktiziert. Entweder hier direkt in den Norden zu fahren oder dann die Mitte nach oben. Auch das sind so die beiden Taktiken, die ganz gern mal hier auf der Karte mittlerweile so genommen werden. So. Jetzt ist er gleich oben auf dem Plateau. Noch hat er hier nichts, aber das ist ja zu erwarten. Da ist doch schon der erste AMX. Vielleicht kommt er auf den sogar auch direkt drauf. Ne, kommt wohl nicht. Der steht noch für ihn unerreichbar. Ist ja eh nur ein Achter. Ist ja Kindergeburtstag. Oh, da sind aber jetzt da ist mehr Feuerpower. AMX 50B, der den 1390 gleich mal rausgenommen hat. Der WZ fährt hier mal rum. Jetzt guckt er mal. Oh, er prallt ab. Ärgerlich. AMX scheint im Reload zu sein. Jetzt kommt er auf den WZ drauf, ja? Da fährt der WZ ideal zurück. Sehr gut, dass er da so zurückfährt. Oh. Da hat er den abgeprallt. Konnte auf seinen Kommandantenkuppel kommen. Wenn er jetzt nochmal zurückfahrt, komm, warte nochmal zurück. Jetzt bin ich gespannt, was das andere Objekt da macht. Weil der, wie er da steht, kann natürlich durchaus Probleme vom AMX bekommen, sobald der nochmal hier Bock hat. Da ist er ja, da drüben. Bis jetzt alles hier noch sehr zurückhaltend. Der Autoloader ist da halt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Da gab es jetzt ja wohl ein kleines Problem in der Aufnahme. Ich hoffe, ihr habt jetzt nichts verpasst. Dürfte aber eigentlich alles gut sein. So. Jetzt wird hier rumgedrückt. Jetzt wird auf den WZ gegangen, Auto M raus damit und jetzt ist der AMX 50B natürlich ein unangenehmer Gegner. Jetzt ist er abgeprallt und nochmal und damit hat er auch wahrscheinlich sein ganzes Magazin so gut wie weg. Einen Schuss hat er noch. Nochmal ein, also jetzt ist er aber leer. So und jetzt müssen wir den, muss er weg. Da wurde er rausgenommen, sehr schön. Jetzt hat es das Objekt leider erwischt, wurde es gefocht. Ah, abgeprallt oben an der, ich sag mal, Antenne. So schaut's. Für mich ein bisschen aus. So, die Arti ist da offen. Auto M rein und zack. Oh, schöner Hit. Schön geämmt von dem Panzer. Der AMX 30B da hinten wartet auch noch auf eine Kelle. Aber vielleicht jetzt aufs Foch. Ja, genau. Schön warten, bis er die Seite zeigt und dann kann man den Hit ganz einfach durchführen. Aktuell steht 7:3. Es läuft sehr gut fürs Team. Jetzt hat der AMX 30 da hinten, aber kassiert sofort eine wieder zurück. Ob es der wert ist. Jetzt haut er sogar ab.
War wohl scheinbar doch sehr erschreckend direkt der Hit. Arty ist jetzt offen. Er wirkt jetzt hier sehr gut, braucht aber jetzt auch langsamer Unterstützung. Arty bewegt sich nicht, deswegen ist es der Tod von der Arty. So. Foch kommt wieder zurück. Nein! Das wäre da jetzt der Killshot gewesen. Steht jetzt hinter dem nächsten Haus wieder. 8 zu 6 und plötzlich ist der AMX hinter ihm. Hat der AMX jetzt clever gemacht, das muss man ihm ganz klar lassen. Damit hat er nämlich niemals gerechnet, ich genauso wenig, dass auf einmal der AMX da jetzt kommt. Ja, aber leider war der nur für einen Schuss clever. Und jetzt seines Zeichens geht er dafür auf das Foch, auf die Foch, auf den Foch. Oh, da noch ein VK neben ihm. Ja. Da konnte er Gott sei Dank den killen, aber jetzt der VK ist ein unangenehmer Gegner. Hat jetzt aber seine Top Gun gerade klar gemacht. So, jetzt ist er wieder offen, aber kann sich hier nochmal nach oben retten. Schöne Fahrtbewegung gemacht. zu 9, das ist immer noch knapp, aber jetzt glaube ich, geht er mal Richtung Mitte und überrascht er den Patton und den Jagdpanzer mal so ein bisschen, weil die rechnen auch nicht, dass jetzt jemand von hier noch kommt. Ist auch notwendig, da jetzt zu unterstützen, weil die haben alle nicht mehr wirklich viel Struktur. Zack, weg. Der ST da noch und der hat auch noch 55. Also es ist nochmal knapp, weil dann leben nur noch Artis. Deswegen muss er da jetzt schnellstmöglich helfen. So, der Patton konnte einen geben. So, jetzt muss er aufpassen. Genau, dass der Jagdpanzer ihn dann... Ah, der Patton trackt ihn. Oh Gott sei Dank kriegt er den Jagdpanzer da weg. Der hätte nämlich sich schon fast auf ihn rumgedreht gehabt und reparieren ist nicht mehr. So, der Patton jetzt. Nein! Jetzt prallt er ab. Ah, Arty nimmt den Patton raus. Sehr gut. Sehr wichtig. Da ist noch E50. Da gibt er ihm den Hit. Ah, er schießt mit der E50. Ja, super gut. Also super schlecht für den E50, aber super gut für ihn jetzt hier in dem Augenblick. Arty hält jetzt auch nochmal rein. Und Arty nimmt ihn raus. Sehr gut. Und jetzt ist noch der volle VK da. Da braucht er jetzt auch nochmal einen schönen Arty-Hit. Badget ist jetzt scheinbar hier im Close Combat mit ihm. Auch sehr spannend. Der VK ist hier zu zögerlich, hätte er schon lange die AT wegmachen müssen. Das hätte ihm das Spiel gerettet, dem VK. Auch dass er jetzt so lange zögert mit diesem Kill, dass er sich auch Jakan einschenkt, macht er sich deutlich schwerer. Weil jetzt kann er hier einen geben. Jetzt darf er darf sich nur nicht ein einziges Mal tracken lassen oder irgendwo hitten lassen, weil dann ist das Spiel für ihn rum. Ansonsten kann er ihn jetzt hier wirklich umfahren. Weil die Turmdrehgeschwindigkeit, selbst wenn er die Wanne mitdreht, die ist... Oh, es ist eng. Das ist wirklich knapp. Aber man sieht, es geht gerade so. So, jetzt hat er ihn angezündet. Und jetzt kann er es... Minimal hat ihm da was gefehlt, aber das sieht man... So kann man den VK ausschalten. Und jetzt fehlt nur noch die Arty. Zum Glück. Schade, dass es keine Pool... Medaille mehr wird, aber trotzdem eine sehr geile Runde. Am Schluss sind es über 7800 Schaden gewesen, die er anrichten konnte. Und das ist doch aller Ehren wert. Ja, genau, jetzt hier runterfahren und sich selber zerstören, das wäre es ja. Von dem her hoffe ich, es hat euch auch gefallen zum Zuschauen und ihr wisst ja, lasst mir doch einen Kommentar gerne da. Ich bin immer froh darüber zu wissen, wie euch auch das Ganze gefallen hat.
Ach, sie nimmt nochmal die andere Arti raus, aber jetzt hat er alle Zeit der Welt. Von dem her sage ich schon mal Tschüss und verabschiede mich mit dem Killshot.